Hey ho, hallo und moin liebe Freunde, heute am Samstag haben wir ein kleines Special, denn heute möchte ich mit euch ein bisschen auf meine OVP-Sammlung eingehen. Und zwar habe ich seit einiger Zeit, ich glaube seit Anfang Sonne und Mond, lasst mich nicht lügen, immer mir Booster zur Seite gelegt, in der Hoffnung, dafür eine wunderschöne OVP-Sammlung zu machen, die schon recht groß ist. Und zwar habe ich jetzt eingekauft beim lieben Alexander aus Möckern, ein Element, wo wir unsere ganzen wunderschönen OVP-Booster exzellent drinnen aufbewahren können. Ich versuche einmal das Ganze hier wieder mit der Schere aufzumachen. Für diesen Karton, ich hatte erst verpennt, dass ich das bestellt hatte, weil ich sehr viel da bestellt. Ich habe Pokémon Poker erworben hatte und hatte gar nicht mehr Blick, dass ich dieses Ganze hier erwartet. Ich habe sogar ein Giveaway mit bei. Na. Oh. Ich hasse den groß. Was war haben wir hier? Einen Binder. Nach der Stuhl quietscht. Müsste mal geölt werden. So, haben wir hier einen wunderschönen Binder erhalten. Von Kardex müsste der sein, genau. Den ich vorher so noch nicht gesehen hatte. Denn sonst hätte ich mir den vorher schon erworben. Ich versuche einmal die Kamera ein bisschen zu stellen. Um halt euch einen besseren Blick auf das Ganze bieten zu können. Ich glaube, so lassen wir es einfach mal. Haben wir hier einen Binder von Kardex mit einer wunderschönen Oberfläche. Richtiges Sand ist das. Und da können wir... Wow, es gibt wohl ein Giveaway. Bro, danke schön. Lieber Alex war es, ne? Genau. Alter, die muss ich aber behalten. Ich würde sie gerne aufmachen jetzt. Aber wir haben bekommen ein flammende Finsternis Schwert- und Schildbooster. Mit Glubak drauf, hey, der muss auf jeden Fall bleiben. Da werden wir uns gleich einen Zettel machen. Mit dem Namen des Verkäufers, des Giveaway-Gebers. Hier haben wir nochmal glänzendes Schicksal. Das zweite Glubak. Ich meine, genau diesen Booster habe ich schon in meinem OVP-Schrank stehen. Habe ich sogar im Acrylcase drin. Ne? Aber jetzt haben wir noch einen zweiten, den wir auf jeden Fall in diesen Binder lassen können. Und ich werde gleich mal alle Booster holen. Das machen wir im nächsten Video. Werde ich mal alle Booster holen. Und wir können dann langsam mal gucken. Hier haben wir noch Aufkleber, die lasse ich auch so. Langsam schauen, wie wir das Ganze denn einsortieren. Und ich würde sagen, es ist zwar viel Arbeit, denn immer wenn ich einen alten Booster bekomme, müsste ich ja alles wieder umräumen. Beginnen wir mit dem ältesten Booster, den wir haben. Und ich denke, hier sollte so einiges reinpassen. Und ich denke, im nächsten Video werde ich meine OVP-Booster-Sammlung schon hinstellen. Wir werden aber erst noch zwei Käufe aufmachen, bevor wir anfangen, meine bisherigen Booster-Sammlung in den Ordner einzuheften. Denn eine der beiden Booster-Käufe, oder beide sogar, sind alte Booster vor der Zeit Sonne und Mond, wo ich denke, die müssen auf jeden Fall am Anfang kommen. Drum, Leute, bleibt dabei, abonniert gerne, wenn ihr nicht habt, lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert bitte. Denn durch eure Kommentare, ja, eure Kommentare sind die Würze in unserem Gericht. Denn nur zusammen können wir es exzellent machen. Come on, let's go, catch it all. Euer Pokémon, let's go!